Dieser Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber... Ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber... Ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es. Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören. Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen? Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich's schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Wenn ich schaffe, war das eine, abgründige Bemerkung auf mich bezogen. Schmach und Schmerzen. Okay, die wählen wir direkt aus. Hier ist auch noch ein Händler. Den suchen wir auch noch mal eben auf. Ziehen wir einmal. Ja, die Kiste natürlich holen. Und, ja, nee, er hat keine Spezialsachen. Vielleicht hat man dann auch alle. Jetzt wird mir auch der Höhleneingang grün angezeigt. Okay, ich muss wohl zwei unterschiedliche Lager abklappern, wie es aussieht. Cool aus auf jeden Fall, wie der Große da hinten sich durch die Ruinschlucht bewegt. Ja.
Gott. Schwere Geburt. Ein Kriegerpfad. Da oben muss ein Lager mit Traumweide sein. Wo jetzt? Ich glaube, da unten. Ja. Da. Genau. Oh, du Scheiße. Das ist da, wo gejagt wurden, diese Jäger-Herausforderung ist. Ja, immer schön leise. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Das versteck dich erstmal, oder nicht? Das ist schon heute mehr, ja? Wir stehen da alle. Hinterm Mann. Aber ich bin ja auch noch gar nicht in der Nähe. Hey, irgendwie schneide ich das jetzt. Der hat mich doch gerade hier hingeführt, ja, oder Hanni, nicht? Das waren zwei verschiedene, ne? Ja, was war halt eine 1? Ach, der, guck mal, das ist hier schon. Nee. Okay, Mama ist die Wegfindung auch ein bisschen komisch. Ich sollte an diesem Kriegerpfad nach einem Traumweidenlager suchen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja, jetzt bin ich da ja mal rumgelaufen. Oh Gott. Nur ein paar Scherben. Ja, wer hätte das gedacht? Nur ein paar Scherben. Scherben können wir auch gebrauchen. Jetzt musst du mal zurück. Jetzt reite ich wieder da hinten hin. Da oben ist aber auch ein Baum. Deswegen hat er den Weg nämlich eben, glaube ich, auch so komisch angezeigt. Ja. Also doch hier. Siehst du jetzt, dass ich versuche, mich mit verstecken? Ja, es ist auf jeden Fall mächtig was los hier. Ja.
Kümmert euch wieder um euren Kram. Okay. Da habe ich von den Maschinen nicht mal die Sachen eingesammelt. Ist überhaupt richtig? Nee, da unten ist das besser. Also Hütte, irgendwie... oder nicht? Da, was ist das da mit Holz? Wo? Da, vor dir. Ja, keine Ahnung, aber jetzt halt ich mir hier an. Da oben ist es. Da. Okay. Ja, muss ich den Berg erst hoch. Regen ist gar nicht so übel. Hä? Ja, die weiß auch nicht, was du will. Fischfrau. Ja. Ja, ganz toll. Genauso sollte es natürlich sein. Jetzt ist die Frage, kann sie überhaupt von da oben so drauf springen? Oh. So schon. Seltsam. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. Immerhin war er so. In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. Warum den umständlichen Weg? Ja, den leichten Weg hat doch einen umständlichen Weg. Oh, der war gar nicht mal so knapp an mir vorbei. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig.
Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Ja. Ich werde gehen. Leb wohl. Das klingt nicht ganz so gut. Aber abhalten tut es uns natürlich nicht. Okay, was uns abhält, ist unser störrisches Reitvieh. Oh, ich hab Wildtier gekillt. Was? Ich hab Wildtier gekillt, weil ich da drüber geritten bin. Das Feuer ist entzündet. Und hopp. Ja. Auch finde ich es sehr cool, diese verschiedenen Regionen im Spiel. Du kannst von ihm draufstehen und schießen. So. Ja. Ich kann leider nichts machen, wenn das Vieh einfach mal wieder nicht reagiert. Da kommt sie. Ja. Der kommt. Aber wo genau muss ich hin? Ich muss da lang. Das ist schlecht. Da ist da nicht ein Seil? Oder was ist so? Ach so, auf der anderen Seite. Da, nee. Doch. Ja, wir gucken gleich mal.